Marshal, this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. So, Charaktererstellung. Schauen wir sie uns an. Wir wählen einen männlichen Charakter. Tschüss, Frau. Ich weiß nicht, wo die dich jetzt hinbringen, aber mich in den Nebenraum. Name eingeben. Okay, wie nennen wir uns? Das ist ja schon mal interessant. Erscheinungsbild, Pfeife und Attribute. Okay, Pfeifen. Mhm. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was für einen Namen geben wir uns? Schleudertrauma. Nennen wir uns Schleudertrauma. Take the time and get this right. Gut. Schleudertrauma. Erscheinungsbild. Was können wir denn alles machen? Können wir mehr machen als bei GTA 5? Ja, bei GTA 5 konnten wir im Multiplayer nur zwischen den Eltern wählen und so ein bisschen switchen, wie oder was nun das Endbild sein soll. Jetzt hier haben wir die Möglichkeit, Gesicht auszuwählen, Hautfarbe zu bestimmen, Alter, Körperbau, Augen, Nase, Mund und den Kiefer. Als hätte man schon dreimal auf. Als hätte man schon dreimal drauf reingeschlagen. Ich bin wahrscheinlich nicht unschuldig, sonst wäre ich nicht hier. Ah, alles sehr strange Gesichter. Okay, Hautton. Annehme den. Machen wir uns jung. Wir haben jung mit unserer Sache angefangen. 19. Durchschnittlich, stämmig. Was haben wir hier alles? Wir haben athletisch, durchschnittlich, stämmig, muskulös, schlaksig. Athletisch ist der Anfang. Nehme durchschnittlich, muskulös, stämmig, schlaksig. Ich würde sagen, durchschnittlich, Augen- und Stirnpartie. Wow, Glubschfisch-Attacke. Unbesorgt, ja, wir sind unbesorgt. Eng, weit. Glubschfisch-Attacke, ich sag's euch. Unbesorgt, neutral. Nehmen wir neutral. Was haben wir hier? Hakennase, neutral, schmal, breit. Stupsnase. Ich wäre ja wieder fast für... Kann er sich ein bisschen drehen? Hallo, dreh dich mal, lieber Mann. Yep. Dankeschön. Okay, was haben wir... nein, Stupsnase ist nicht drin. Neutral. Ja, nehmen wir neutral. Wir machen alles neutral, sehr neutral heute. Mund, Lippen. Was haben wir da? Schmatzer, klein, neutral, tief, hoch. Huh. Nehmen wir neutral. Kiefer und Kehlen. Kantig, neutral, breit, schmal, liegend. Kantig, neutral. Ah. Ich würde nicht schon wieder gerne neutral nehmen. Doch. Nee, komm, nehmen wir diesmal breit. Jetzt haben wir noch... Oh, es gibt noch mehr. Weiter geht's mit Ohren, Wangen, Zähne, Haare, Bart, Lebensstil. Und das war's. Die Ohren. Wie machen wir die Ohren? Die Ohren machen wir... dafür müsst ihr mal zur Seite gucken. Wir haben neutral, groß, klein, lang und abstehend. Abstehend ist bestimmt so. Ja, Segelohr-Style. Neutral. Bleiben wir bei neutral. Machen wir es heute recht einfach, neutral. Für das erste Video machen wir neutral. Schauen wir uns den Charakter an. Mal sehen.
ob wir aus der Neutralität irgendwie rauskommen. Was haben wir hier? Wangen eingesunken. Voll. Hoch. Breit. Neutral. Nehmen wir eingesunken. Die Zähne. Oh mein Gott, die Zähne. Beißer. Vergoldet. Völlig abgenutzt. Yeah. Landei. Völlig abgenutzt und Landei sehen fast gleich aus. Lang verstorben. Ugh. Zahnfleisch. Da hat er gar keine Zähne. Gar keine Zähne. Bauerntrampel. Beißer. Ah, ah. Ja, komm, der kann schon. Er kann schon ein bisschen. Nee, der soll schon ein paar Zähne noch haben. Ein paar Zähne soll er noch haben. Haare. Also bleiben wir bei den Beißern, bei den Zähnen. Die Haare, gucken wir uns mal an, was wir da für Möglichkeiten. Kurz, Afro, Afro, keine Haare. Sauberer Seitenscheitel links, lichter werdend. Okay, so, so rübergekämmt, ja, so halb, ja, okay. Hm. Dichtes Haar mit Mittelscheitel. Lang mit Seitenscheitel rechts. Lose zusammengebunden. Wild und kahl werdend. Lang und zurückfrisiert. Oh, das sieht schon mal nice aus. Wild geschnitten. Jo, das ist wirklich wild geschnitten. Kurzer Afro. Achso, da geht's wieder los. Also entweder lang Mittelseite mit Seitenscheitel rechts oder ganz gerade nach hinten. Ich würde fast sagen, geh doch links. Nein, bleiben wir bei rechts. Okay, Haarfarbe. Da haben wir von, ja, da haben wir so ziemlich alles, was man in 17 Farben unterbringen kann. Hell sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube einfach nicht, dass im Wellenwesten viele Menschen ganz helles Haar hatten. Das sieht ganz gut aus. Die Elf. Die hatten wir wahrscheinlich schon. Okay, gucken wir mal, was der Bart so bringt. Bartstoppeln. Walross. Seemann. Waldmann. Adliger. Arkadier. Oi. Okay. Kinnbart. Kein Bart. Was sehen wir denn da? Ich würde sagen, da sich das ja eh mit dem Bart entwickelt, können wir auch erstmal Bartstoppeln nehmen. Und da bleiben wir. Machen wir ein bisschen. Nee. Machen wir, bleiben wir auch bei Farbe 11, genau wie unser Haupthaar. Lebensstil. Okay, Lebensstil. Mhm. Hautflecken. Stark, schwach. Okay, hier können wir die noch in der Stärke einstellen, wie man die sieht. Dass man schnarkt, damit man die auch sieht. 3, 4. Mal sehen, was wir so alles an Hautflecken und Verfärbung für die Haut haben. Habe ich die Augenfarbe schon eingestellt? Irgendwo müssen wir noch die Augenfarbe einstellen. Leute. Oh, okay. Machen wir ein bisschen schwächer. Machen wir nur die Hälfte. So. Hautrötung. Ah, okay. Mhm. Ja, da können wir noch ein bisschen die Hautfarbe einstellen. Bisschen Glanz in die. Bisschen Glanz in die Haut bringen. Ich würde fast sagen, dann bei Typ 2 schwächen die immer ein kleines bisschen ab. Weitere Hautrötungen? Nein. Nicht zu viele Hautrötungen. Sommersprossen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Oder, ja, aber dann ganz schwach. Die kann man schon fast übersehen. Leberflecken. Ja, Leberflecken gehören aber eigentlich auch zum Gesicht dazu, ne? Nicht zu viele. Ein paar. Vielleicht nicht unbedingt direkt in der Grundgegend. So. Hautunreinheiten. Oh ja, jetzt wird's lustig. Ich mag eigentlich unbedingt nicht wirklich. Was ein Deutsch? Hautunreinheiten.
Er wird sich ja wohl über den Laufe der Zeit genug Hautunreinheiten hinzufügen. Namen, brauchen wir eine Narbe? Macht uns eine Narbe wirklich böse? Oh, das ist... Ist das die Narbe von John Marston? Also ich weiß nicht, so eine Narbe macht ja schon ein bisschen, als hätte man was durchgemacht, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, lassen wir mal mit einer Narbe. Okay. Lebensstil, Hautton, Alter, Körperbau, Augen und Stirn. Haha, okay, gut. Man kann da nochmal draufklicken. Gut, Augenbrauen. Können wir nochmal die Augenbrauen ein bisschen verändern? Bisschen buschig könnten sie sein. Buschige Augenbrauen. Ja, okay. Stirnform. Lucky machen, was können wir da... Schau mal zur Seite, bitte. Schmal, breit, hoch, eine, so leicht schmal, tief. So eine kleine Dezentveränderung, die überhaupt keinen interessieren. Stirntiefe. Flach, tief. Aha. Machen wir so. Augenfarbe. Jetzt können wir nicht die Augenfarbe. Glotz mich mal nicht so an. Irgendwas Grünliches. Ja, vielleicht haben wir noch sowas. Ja, sowas gefällt mir. Augenrötung. Okay, dann ist der richtig. Hat er richtig rote Augen? Oh, so ein bisschen leicht angerötet. Ne? Wir haben hier einiges durchgemacht. Wahrscheinlich wurden wir auch angefasst. Okay, Augenhöhe. Augenhöhlen. Höhle. Oh, hier hat man einiges zu tun, auf jeden Fall, um seinen Charakter zu erstellen. Das gefällt mir. Neigung nach außen. Okay. Tief, flach. Ja, kann man so stehen lassen. Augenposition. Oh, jetzt wird's lustig. Kommen die auch noch irgendwie raus? Nope, okay. So schielt er ein bisschen. Recht gut eigentlich. Machen wir so. Ja, machen wir so. Das sieht halbwegs normal aus. Okay. Können wir bei der Nase auch noch machen? Oh yeah. Gut, dann können wir nochmal alle durchgehen. Und ein bisschen verfeinern. Die Nase. Ah, so. Oh, so ist ganz sneaky. Der Nasenrücken. Auch ein Nasenrücken kann entzücken. Okay, leicht links, rechts finde ich gar nicht so schön. So. Nasenspitze. Oh, an der Nasenspitze kann man auch viel absehen. Bin ich aber ganz schön hoch. Ah, da bleiben wir bei hoch und schmal. Supi. Mundlippen. Der Mund. Kriegen wir hin. Wir machen uns da jetzt hier einen schönen Charakter. Hoffentlich. Wenn euch der Charakter bis jetzt gefällt, könnt ihr ja... in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben geben. Vielleicht kann man sich noch darüber lustig machen, was man hätte besser machen können. Ha! Mund. So ein schmalen Mund nicht. Breit soll er auch nicht sein. Flach. Geht er dann so raus. Ja, so kann man den stehen lassen. Mundposition hoch und tief.
Nicht zu tief. So ist ganz okay. Oberlippe. Schmal, breit, dünn, dick. Ja, da kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. Da bleiben wir mal in der Mitte. Unterlippe. Da irgendwelche großen Veränderungen? Nicht wirklich. Hm. Immer auch mal so. Lippentiefe, flache Unterlippe, flache Oberlippe, tiefe Unterlippe, tiefe Oberlippe. Ah, hier kann man das noch so ein bisschen einstellen. Das sind halt nur kleine Feinheiten, die man noch machen kann. Finde ich aber sehr nice. Kieferform. Oh, okay. Was haben wir denn hier noch für Kieferform? Ein bisschen abgeschmalt, so. Schmal und hoch. Sieht schmal und tief aus. Okay. Kiefertiefe. Tief, flach. Sehe ich nicht wirklich einen großen Unterschied. Okay. Kinnform. Okay, wie das Kinn so ein bisschen steht. Finde ich gut. Leichte Neigung nach unten. Nicht zu viel. Kinntiefe. Auch nicht zu viel. Hammer. Ah, das ist schon fast zu viel so. Ja, fast gleich. Fast alles normal. Supi. Die Ohren. Die Ohrenform können wir auch noch ein bisschen verändern. Ist jetzt ein bisschen schwierig mit den Haaren. Abstehend auf jeden Fall nicht. Etwas dichter anliegend. Bisschen kürzer. Ohrengröße. Machen wir mal ein bisschen so. Ah, die sind schon. Ja, ja, doch, doch. Bleiben wir so in der Richtung. Sehr schön. Die Wange können wir. Oh, die Wange können wir auch noch ein bisschen weiter einstellen. Sehr schön. Irgendwie gefallen mir die Augen nicht. Die müssten vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Da müssten wir noch ein bisschen was dran fummeln. Mal breit hoch. Etwas breiter. Dafür etwas höher. Die Wangentiefe. Na, ein bisschen weniger Wange. So. Die Zähne können wir nicht weiter einstellen. Haare haben wir weiter eingestellt. Dann nochmal die Nase. Die Augen nochmal. Die Augenhöhe. Die Augenhöhe, genau. Bisschen. Nein, die Augenposition. Bisschen tiefer. Irgendwie. Sieht doch irgendwie. Wie sieht das strange aus? Jetzt geht's. Geht's irgendwie. Hä? Okay. Neigung nach außen, Neigung nach innen. Ah, okay, die Augen sind. Ah, okay, die Neigung. Ja, okay, okay, okay. Ein kleines bisschen. Können wir die auch noch ein kleines bisschen zusammensetzen? Zusammen, zusammen, zusammen. Augenposition eng, tief. Nur ein kleines bisschen. Ja. Hat ein bisschen was Indianisches, ne? So, Erscheinungsbild. Ich glaube, der sieht fast genauso aus wie der aus mein Online-Charakter aus GTA 5. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der sieht fast genauso aus. Oi, oi, oi. Pfeifen. Was können wir denn für Pfeifen einstellen? Hm, kräftig.
Da finde ich dieses, dass es so ein Doppelton ist, finde ich ganz nice. Okay, da wird er richtig hell. Undeutlich. Klarheit. Wie hört er sich in der anderen Richtung an? Ziemlich, ja. Lass mal so. Ein bisschen Visible Dover dabei. Ah, ist ein bisschen zu viel. Ja, so. Gut. Attribute. Oh, unsere Attribute. Was, in welche Richtung wollen wir gehen? Das scheint jetzt sogar schon wichtig zu sein. Ob wir mehr Gesundheit, wahrscheinlich mehr Kloppen, Ausdauer, Deadeye, ob wir mehr ins Schießen gehen wollen. Ich würde gerne ein bisschen was... Okay. Das läuft. Man kann nur 2 Punkte vergeben. Schauen wir erstmal, was wir alles im Spiel machen können. Gut, bleiben wir so. Bestätigen. Das war die Charaktererstellung. Und jetzt... Gibt's auch noch ein schönes Foto von uns? Können wir das auch noch ein bisschen verändern? Nein. Schleudertrauma 12796. Welcome to the Wild Wild West. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Habt ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge, schreibt sie doch in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, wenn wir die ersten Schritte im Online-Modus machen. Reingeschleudert!